Ja, willkommen zurück zu Contras, dem Let's Play. Wir sind, glaube ich, ganz stark auf dem Weg zum Finale. Und was? Du bist noch niemals der richtige Vater? Okay. Puh, und wir wissen, dass Dawn. Ja, die vermisste Assistentin ist vom Mr. Vincenzo. Mr. Vincenzo. So, und wir müssen jetzt das Licht ausrichten für die Bühne. Dann schauen wir mal. Wo haben wir denn die. Oh Gott, ach, da unten. Interagieren? Ach so, okay. So, da haben wir die Bühne und dann wollen wir sie mal erleuchten. Es werde Licht. Habe ich die Trophäe erhalten? Wunderbar. Und na, dann schauen wir mal, ob es vielleicht schon das Ende ist des Spiels oder ob da noch was folgt. Wir gucken mal. Auf jeden Fall kann jetzt schon mal die Show von Vincenzo weitergehen. Triff dich mit Didi bei der Bühne? Ja, gleich. Ich möchte mich doch ein wenig umsehen wegen den Lichtkugeln oder den Orbs, weil. Bis jetzt haben wir noch keinen einzigen gefunden und gesehen. Das wundert mich ein wenig. Freuen sich natürlich alle. Jetzt ist natürlich der Scheinwerfer ausgerichtet. Okay, da geht's eh nicht mehr lang. Da ist schon zu. Gut, dann treffen wir Didi bei der Bühne. And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What are dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box, but it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty if you only. Understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Okay. Welch eine bezaubernde Show. Unglaublich unfassbar. Also die Show hätte ich gerne auch mal ganz gesehen. So, wir sollen Didi hinter den Kulissen führen. Oder folge Didi hinter den Kulissen. Da ist Didi. Ah, okay. Dann schauen wir mal. What are you up to, Johnny? You're up to something, are you? I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Without you, I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Okay. Dann schauen wir mal. Was vor allen Dingen auch mit Dorn. Ich glaube auch, wir haben Dorn gerade zum ersten Mal reden gehört. Während der Show bei Vincenzo. Enjoy the show.
I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show, too, and the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave, too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour? Take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, no! I don't know, just... Dee Dee deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we you need risked you. Your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good? Oh, Johnny. Yay! Would you like to see my workshop? Again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Well, you'll figure something out. After all, you are my daughter. How'd you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Dee Dee. Ja, oh mein Gott. Und damit haben wir es durch? Tja, das war Kontrast mit einem Happy End. Wir haben rausgefunden, dass Dee Dee doch die Tochter von Vincenzo ist. Und ja, Dawn sollte quasi auf sie aufpassen. Und das hat sie sehr, 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 sehr gut getan. Und, oder beziehungsweise wir haben es sehr, sehr gut getan. Ja, und auch die beiden, Johnny und Kate, oder Catherine, sind wieder ein Paar. Wie es jetzt weitergeht, ich denke mal, Dee Dee wird ein bisschen mitreisen mit Vincenzo und, ja, John und Catherine werden wahrscheinlich ab und zu mal so ein bisschen auf Dee Dee aufpassen, vielleicht auch mal mitreisen, wie die Geschichte da weitergeht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind da die Sprecher von Dee Dee, Kate und so und Johnny, Vincenzo, jawohl, ich persönlich fand es ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr geil. Es hat mir sehr gut gefallen. Mit den Schatten und Licht so Dings ist übrigens die Unreal Engine, die hier zugute kam. Und hergestellt mit finanzieller Unterstützung des Canadian Media Fund. Und ich fand es ein tolles Spiel, ein sehr, sehr geiles Spiel. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich hoffe, euch natürlich auch. Bitte, bitte mehr von solchen Indie-Titeln, die... Ja, nicht simpel, aber es war doch sehr, sehr atemberaubend, in was für eine Welt uns das Spiel geführt hat. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß dabei, dass wir den Weg gewählt haben oder beziehungsweise, dass wir diesen Trip gewählt haben. Und ja, ihr könnt mir gerne mal unter die Videos schreiben, in die Kommentare, ob euch das gefallen hat oder nicht. Und könnt ihr mal ein paar Vorschläge machen, was ich vielleicht als nächstes Let's Playen soll oder so. Aber ich möchte mich einfach mal mit diesem Bild jetzt hier bedanken bei euch, dass ihr fleißig zuguckt. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch, je nachdem, schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, was ihr gerade habt, wann ihr das Video seht. Und ja, bis demnächst, sagt euer Reflex. Macht's gut. Tschüss.